BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Während wir uns bewusst entscheiden können, ob wir uns ein Theaterstück, ein Konzert oder eine Ausstellung anschauen, haben wir diese Wahl im Bereich der Architektur nicht. Denn das, was sich Architekten und Bauherren überlegen, steht am Ende in der Raumschaft und wird gezwungenermaßen wahrgenommen. Nicht immer entspricht das der eigenen Ästhetik oder Auffassung von Integration in die vorhandene Wohnsituation. Besondere Projekte, die als beispielhaftes Bauen vorangehen, werden deshalb im Auszeichnungsverfahren Beispielhaftes Bauen von der Architektenkammer Baden-Württemberg ausgezeichnet. Welche das im Zeitraum 2015 bis 2023 im Zollernalbkreis waren, haben die Beteiligten am Mittwoch vorgestellt. Insgesamt hatten sich 43 Architekten oder Bauherren mit ihrem Bauprojekt für das Auszeichnungsverfahren beworben. Davon wurden 18 Arbeiten ausgewählt und am Ende 14 ausgezeichnet. Das sind nicht immer nur die großen Projekte, die ohnehin von der Öffentlichkeit begleitet werden durch Spatenstich, Richtfest und vielleicht davor sogar noch einen Wettbewerb, sondern es sind vielleicht gerade die kleineren Objekte, die man ansonsten gar nicht so wahrnehmen würde, weil man gar nicht dran vorbeikommt. Außerdem gehe es nicht um eine aufwendige ästhetische Architektur, wie man vielleicht meinen könnte, erklärt der Juryvorsitzende Philipp Kopp. Sondern dass es wirklich um Bauvorhaben geht, um Projekte, die darüber hinaus einen Beitrag leisten zur sozialen, ökologischen, einfach insgesamt nachhaltigen gebauten Entwicklung und eben auch Antworten liefern auf die Fragen unserer Zeit, was die gebaute Entwicklung angeht. Dazu gehören beispielsweise auch Baumaterialien. Viele der 14 ausgezeichneten Projekte verwenden Holz statt Beton. Aber auch der Einfügungswillen und der Beitrag als städtebaulicher Baustein seien entscheidend gewesen. Alleinstellen in der Form, dass ich sage, ich baue jetzt hier auf meiner Parzelle was besonders Tolles und möchte dafür ausgezeichnet werden, sondern aus meiner Sicht, und das war auch eben Konsens in der Jury, geht es immer mehr darum, wieder mit seinem Bauwerk, mit seinem Projekt einen Beitrag zu leisten zur gesamtstädtischen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. So wurde beispielsweise dieses Glasgiebelhaus in Margrethausen ausgewählt, das sich behutsam in die benachbarte Bebauung und die ländliche Umgebung einfüge, heißt es in der Begründung. Aber auch ganz neu geschaffene Freiräume wurden ausgezeichnet, wie etwa das Sport- und Freizeitgelände Blumersberg oder die komplette Gartenschau Balingen. So habe die Gartenschau unter anderem eine neue Durchgängigkeit und Großzügigkeit entlang des Eyach-Ufers geschaffen. Unmittelbar daneben zwei weitere ausgezeichnete Bauprojekte, der Zollernschlosssteg über die Eyach und das neu gestaltete Stadtarchiv. Dieses wird als schlüssiger städtebaulicher Gegenpart zum runden Turm des Zollernschlosses beschrieben. Ausgezeichnet wurde auch das Projekt Wohnen am Mühltor, die Begründung der Jury. Unter anderem überrasche das Quartier durch die Umsetzung der Mehrfamilienhäuser in Anlehnung an die historische Bebauung des Mühltorplatzes. Landrat und Schirmherr des Auszeichnungsverfahrens Günther Martin Pauli zeigt sich stolz. Es waren wirklich faszinierende Projekte dabei und ich freue mich, dass eben gute Beispiele mitreißen können. Und wir freuen uns auf viele Nachahmerinnen und Nachahmer und wir sind irgendwo stolz auch, dass hier im Zollernalbkreis querbeet von öffentlichen Bauten bis zu Privatwohnräume, aber auch an der frischen Luft tolle Sachen entstanden sind in den letzten 8 Jahren und so wollen wir auch weitermachen. Und wer eine Auswahl an tollen Bauprojekten, die die Architektenkammer Baden-Württemberg bereits ausgezeichnet hat, selbst gerne vor Ort besichtigen möchte, kann dies mithilfe der Architektur-App BW. Soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.